Ladies and Gentlemen, bei Escape from Tarkov gibt es NPCs, Händler sind das, mit denen man Handel treiben kann, aber die auch Aufträge für einen haben. Und einer davon ist Peacekeeper, ein UN-Officer, der Dreck am Stecken hat und uns darum bittet, ein SV-98 Scharfschützengewehr und ein Multitool auf der Map Shoreline bei einem Schiff zu platzieren. Das versuchen wir, funktioniert nicht immer, aber sorgt dafür, dass ich zum Eierspalter von Tarkov ernannt werde. Wir müssen, spring mal hier links runter, wir sind sofort schon da. Ach so, ist das hier? Oh, ich kann nicht springen. Oh mein Gott. Oh, da ist ein Scav. Auf dem Strand. Zwei Scavs. Hast du den gepusht? Nein. Nee. Einen habe ich. Ich komm zu dir. Oh Mann, ey, ich Ausdauer bin so ist am wackeln. Ausdauer ist Hurensohn. Habe ich, glaub, oder? Der hat sich geduckt, oder? Ja, ich sehe Blut. Ich glaube, der ist tot. Ah, der ist Alter, tot. Was ist denn hier falsch, ey? Ausdauer ist echt ein Hurensohn. Jetzt am Ende war echt scheiße. Hier ist das Boot, glaube ich. Oder? Was heißt das Boot? Oh mein Gott, du musst mich 30 Sekunden lang beschützen. Bitte mach das nicht jetzt auch, ich beschütze dich danach. Nee. Du musst da 30 Sekunden lang stehen. Yep. Alter. Hier ist ja offen, Holland, ey. Wogegen soll ich dich beschützen? Gegen die ganze Map? Einfach die Map scannen. Leute, man musste zweimal 30 Sekunden machen. Ach, du musst beides platzieren? Ja. Oh mein Gott. Dein Kopf was? Was? Von wo? Da, wo du zum Leuchtturm gehst. Da habe ich Bewegung gesehen. Ja, oder sehe ich was? Mach weg. Der guckt hier hin. Oh, das ist ein Zweierteam. Wirklich die gehen jetzt? Aber zum Leuchtturm. Nein, er hat mich gemacht. Okay, die stehen da an der Ecke. Fuck. Oh mein Gott, ich kann mich hier nicht ducken. Die haben auf uns gewartet. Also die haben unsere Schüsse wahrscheinlich gehört und wussten, dass wir die Quest da machen. Da, wo ich hin wollte, war eine unsichtbare Wand. Die haben am Ende noch schreien hören, also sollte weg sein. Ja, okay, Schrei ist immer ein gutes Zeichen. Sah ein bisschen aus wie Spieler. Oh, ich habe noch einen Scav schreien hören auf der in der Gasstation. Oh shit. Oh shit. Oh ja. Der hat mich gesehen. Schießen auch, ja. Wo ist er denn? Ich sehe ihn auch nicht. Alter, dieses. Ah, bei dem Tanker. Diese Mülltexturen hier in dem Nebel, ey. Mhm. Ich sehe einen Spieler. Ah, ich sehe ihn. Schön. Wo der Tanker müsste down sein. Auf der Insel? An der Wasserseite ist ganz außen, glaube ich, ein Spieler. Ist einer von euch schon die Straße gecrossed? Ich bin auf der Straße gerade. Also gegenüber. Könnte auch ein Scav gewesen sein, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall jetzt tot. Okay. Bedenkt, dass wir potenziell von hinten verfolgt werden. Ja. Ich lass mal schnell crossen, oder? Ja, schnell. Bevor wir hier gleich richtig Party kriegen. Wie sich das anhört, wir sind hier viele Leute langsteppen. Aber die Straße ist so offen, ey. Aber hier unten müssen wir jetzt platzieren, ne? Ja, aber ich weiß nicht, ob wir alle da runtergehen sollten, ehrlich gesagt. Problem ist, vielleicht auf der Straße zu stehen, ist halt sehr gefährlich, finde ich. Ja. Lieber an der Kante. Also hier bei den blauen Hütchen kann man sich verstecken. Ich hau mal direkt hier das Ding raus, oder? Ich glaube, ich gehe da hinten in den Wald und guck von da aus, ob sich jemand nähert und hol die. Oh, Schüsse. Ja. Wie kann man auswählen, was man zuerst platziert? Gar nicht, glaube ich. Bist du auf dich? Ich sehe einen, ja. Wo denn? Auf den geschossen. Der war links im Wald, auf dem Hügel. Ich meine, ich habe ihn. Der guckt genau auf den Sepp und mich. Er hat auf uns geguckt. Er lebt noch. Kannst du genau beschreiben? Nee, nicht wirklich. Oh, der Tracer. Schüsse kommen gerade bei mir rein. Das kommt links von der Gasstation auf dem Hügel. Die M hier ja, wirklich da, einfach auf den. Da gucke ich sogar hin. Ich bin über der Straße im. Läuft zwei sein, ja. Pusht einer von euch denn gerade? Ich push die ein bisschen. Okay.
Bist du schon an der Gasstation vorbei? Nein, ich bin noch am Hügel der Gasstation, also da vorne dran. Auf unserer Seite sogar noch. Ja, aber sie ist halt nur eine Silhouette. Dann höre, habe ich hier jemanden gehört bei mir direkt. Ich bin direkt an der Gasstation, über die Straße, also links. Wenn der, von euch aus gesehen links. Ja. Da sitze ich im Busch und ich höre hier einen Steppen. Ich glaube, du hörst mich. Bist du auch direkt an der Gasstation? Ich steppe jetzt mal nicht mehr. Hörst du mich? Hörst du was? Warte. Nee. Hörst du jetzt was? Ja. Das bin ich. Okay. Dann habe ich dich falsch verstanden. Ich wusste nicht, dass du auch direkt in der Gasstation bist. Ich guck da auch hin, auf den Hügel. Ja. Ich habe jetzt gleich meinen Sniper, glaube ich, gelegt. Ist hier einer von euch vorne im Busch? Nee, ne? Nee, ich bin im Busch! Ach, das bist du. Jetzt sehe ich dich erst, Peter. Alter. Ich bin hinter dir. Ja. Hinter du hast einen jetzt gelegt. Genau. Wo, musst du jetzt das zweite machen? Nee, das zweite musst du auch da legen. Hä, echt? Das konnte ich gar nicht. Ja. Dann kannst du nochmal Place drücken. Ja, hinter uns Scavs. Alter, diese 30 Sekunden sind einfach sick. Das sind so lange. Oh, Schuss auf mich. Ich bin mega low. Von wo? Oh shit, von wo? Von wo? Ich höre nichts. Bin tot, keine Ahnung, war schallgedämpft. Fuck, ey, keine Ahnung, von wo das war. Ich wurde schallgedämpft, aber abgeschossen. RIP. Alter. Okay, ihr müsstet auch mal jetzt nochmal den Berg decken. Ich bin fertig. Von hinter mir, schreibt der Chat. Rennst du, Sepp? Ja, wo Sepp wäre denn hinter dir? Ich bin an der Straße wäre hinter ihm. Ich höre was? Oh, das ist sehr close. Das klingt wie Übergang. Ja. Jo, da vorne ist einer. Oh, der hat mich, Alter, die sind an der Tankstelle hinter dem Übergang bei uns, schon auf der Tankstellenseite. Der hat mir direkt einen Header gegeben. Wieso sehe ich hier niemanden? Fuck, die stehen quasi mitten auf dem Platz an der Tankstelle. Ich weiß nicht, wie du gerade guckst, aber die müssten, wenn du Richtung Übergang guckst, vorne links. Schießen die auf dich oder kämpfen die dann noch einen anderen? Die kämpfen gegen was anderes, gegen Scap, glaube ich. Schuss auf mich gerade. Genau da, wo du hinguckst, Peter, da müssten die sein. Hinter der Anhöhe. Also da hoch. Gut. Aber noch nicht an der Tankstelle, sondern hinter der Tankstelle. Ich glaube, die bekriegen sich mit den Snipern, die auf dich geschossen haben, Leon. Das kann sein. Wir schießen einfach den gerade auf mich. Ich bin gerade erstmal hier safe. Ich glaube, mich haben sie noch nicht entdeckt. Vielleicht haben die Typen bei der Tankstelle auch einfach gerade weggeballert von da oben. Kann gut sein. Oh, da sind Scavs noch an der Tanke. Mhm, da wird einer gerade weggesnackt von, glaube ich. Bisschen das Problem, ich spiele die M700 gerade und die ist... Oh. Bist du auf mich? Da muss der Schuss sitzen. Vor mir kommt was? Ja. Über die Straße, oder? Nee, von innen. Alter. Was? Der hat mir sofort den Kopf weggeschossen. Der war wieder hinter der Tankstelle für dich quasi. Krass, ey. Auf dem Platz. Das nervt mich gerade richtig hart. Ich nehme uns völlig auseinander. Versuch da vielleicht einfach wegzukommen, oder? Oder warte einfach mega lange in den Busch, weil die wissen vielleicht nicht, dass wir zu viert waren. Ja. Irgendwann wird er vielleicht looten. Das ist vielleicht deine Chance. Matteo, kannst du kurz in meinen Stream reingucken? Ja. Warte mal, ich mach's ihn gerade auf. Was passiert hier? Oh, da ist er. Nochmal nach vorne. Halt nicht. Genau, da wo du hinzielst, da hat er gerade auch Leon getötet. Ich hab den da oben gerade kurz gesehen. Sie trauen sich aber auch nicht auf die Straße, obwohl da mindestens deine Leiche liegt. Da ist gerade einer rechts gelaufen bei dir, Peter. Wait, was? Ich habe den kurz über dem Scope bei dir gesehen, ja. Der ist rechts Richtung Strand gelaufen. Das heißt, der wird wahrscheinlich gerade euch looten, oder? Also zumindest Sepp. Genau. Sepp ich liege da auch an der Anhöhe da, wo du drauf guckst eigentlich. Okay, dann kann er da vielleicht unten niemanden looten. Vielleicht hinter dem Schild. Du siehst da gerade einen, oder? Du denn? Nee, das ist eine Baumspitze, sorry. Da. Und der hat Sepp gelootet gerade.
Ich habe halt keinen safen Shot, leider. Der duelt Matteo als nächstes vor dir im Graben. No. Problem ist... Hätte dem Schild oh mein Gott. Genau. Er ist sich noch unsicher. Könnte der zweite, ein zweiter sein, ne? Worauf schießt er? Bleib stehen. Er rennt weg. Das ist kein cleaner Shot, leider. Danke, danke schön. Danke. Jetzt probieren. Oh oh. Ich sollte woanders hinlaufen, aber ich habe links close von mir was gehört. Hört ihr das? Ich hab den Sound gar nicht an. Ich hab den Sound nicht an. Ich hör da immer wieder was. Ich hör da immer wieder was. So, als wenn der quasi 2 Meter hinter mir stehen würde. Ist das ein Zielen? Ja, das hört man. Okay. Der zielt hinter mir irgendwie. Das ist irgendjemand, der da ins Visier guckt quasi. Das könnten halt die anderen sein, die als allererstes auf uns geschossen haben. Stimmt, da war ja noch ein anderes Team auf dem Berg. Die gucken quasi durch ihr Visier. Wow. Das Problem mit dem Zeug ist, dass es manchmal ein bisschen buggy ist und man das manchmal über die gesamte Map auch hört. Zum Beispiel, wenn er den Laser umschaltet, das hört man teilweise über die gesamte Map. Er ist bei mir im Busch. Oh mein Gott, das ist nur in dir. Alter. Aber wir wissen, wir sind keine Stream-Sniper. Ja, das stimmt. Ja. Wobei, welcher Busch ist denn, Peter? Der ist doch da, der ist doch. Es hat legit neben mir. Du siehst aber nichts, ne? Da ist er! Lol. Alter, ich werde jetzt daneben schießen, der kämpft doch noch. Ich hol den jetzt nicht, das wäre mega dumm. Vor allem, sobald du der dich kämpft doch, der kämpft doch gegen jemanden. Andere deine Arbeit machen lassen. Die deshalb doch. Nein, die sollen sich erst gegenseitig töten, dann soll der andere kommen, den looten und dann. Okay. Dann. Genau. Meine rechte Hand ist voll verkrampft. Ich habe die ganze Zeit den mittleren Mausbutton gedrückt gehalten. Damit du dich umgucken kannst. Habe mir aber nicht getraut, den loszulassen, weil ich mir nicht sicher war, ob das einen Sound machte oder nicht. Die ganze Zeit gerade. Alter. Da. Und da auch. Der kommt von rechts. Der kommt von rechts. Er hat ihn nicht gesehen. Er kommt von rechts, Junge. Pass auf. Da ist er. Da. Ja. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Also der eine Typ ist nach rechts gelaufen, aber der M4-Schütze ist dem nicht hinterhergelaufen. Oder?
Hättest du eigentlich sehen müssen. Gute Frage. Das heißt, der M4-Schütze müsste entweder hinter diesem Schild sein. Lol. Oder der eine ist zum Strand runter und lootet uns da unten. Was? Loote den. Den. Boah. Ist der tot? Ich würde danach nochmal einen toten Busch abtauchen. Ja. Lass die beide da einfach liegen als Bait für den nächsten. Der voll in den Arschschuss. Ja, Mann, ich war der optimale Arschschuss. Geil. Ja, Peter, genauso. So wollen wir das sehen. Also, das ist einmal komplett durchlöchert, von hinten bis vorne. Also, wahrscheinlich einmal noch weiter. Jetzt ziehen wir uns wieder ein Klutschstück zurück. So, ja, jetzt warten wir wieder. Geil wäre, wenn bei ihm jetzt ein Headshot rausgekommen wäre. Wo muss ich eigentlich raus? Nur mal so unter der Voraussetzung, dass ich hier jemals wieder rauskomme. Okay, Tunnel. Ich würde original bis zu den letzten 5 Minuten da in dem Busch chillen. Dann rausgehen, alles looten, was da liegt und rausrennen. Und du kannst sogar noch dein Item droppen. Dann hast die Quest auch noch fertig. Ja, man nennt mich der Eierspalter von Tarkov. Ich hat einen weiteren Namen, finde ich. Der Assassine. Assassine. Oh Mann, ey. Oder nicht? Am Tunnel campen wir mal viel. Oh. Aha. Das klingt so, als wird da vorne noch jemand im Berg. Oh mein Gott. Ich der da? Ist da einer? Alter, dass der nicht umfällt, ist aber auch der größte Witz vor dem Herrn, oder? Müsste tot sein, oder? Du musst noch looten, die Zeit ist knapp bis zum Exit, würde ich nicht sagen. Ich gehe bei 8. Gehst du mal auf? Also beim Crackers essen nicht aufstehen? Oh, war das der Typ, den wir im Bein geschossen haben? Ja, ich weiß nicht, wo der Typ ist mit der M4. Das ist eine AKM. Glaube ich aber, weiß ich nicht, will ich dafür Platz machen? Ja, wa? Kann ich dafür Platz machen? Ja. Das kriege ich nicht mehr alles mit, das ist mir egal. Das ist eh Leon, glaube ich. Oh mein Gott! Ah. Ich sehe unten an der Straße schon einen, der geht gerade da runter. Sieht ein bisschen skeffig aus, aber der geht genau zum Strand, wo du abgeben musst, Peter. Okay. Ist der schon am Strand? Da rennen auch Skeffs rum. Ja. Rennen auch Skeffs rum. Das ist ganz schön belastend.
Ich bin jetzt auf der Straße. Wer von euch ist mit auf der Straße? Ich. Ich bin neben dir. Wait, nein, das, Sepp, ich bin das hier gerade. Ach, du bist vorne, ich okay. Ich bin hinter Peter, glaube ich, oder hinter Sepp. So, ich bin bei euch jetzt. Okay, erstmal Tanke pushen. Hergehen. Genau, ich push mal mit nach vorne. Ich habe einen günstigen Loadout, mir ist alles egal. Also kommst du mit mir hinten rum, oder? Ja, genau. Kommst du mit Peter? Ich komm mit, erstmal. Erstmal sichern. Ja, okay, erstmal genau. Sichern. Oh, da kam ein Schuss aus dem Wald. Ja, aber hinter gegenüber. Tanke, oder nicht? Hinter der Tanke. Hinter der Tanke. Genau, hinter der Tanke. Ja, auf jeden Fall auf mich. Oh, der wait, der war auf dich? Also, bei mir ist der neben mir im Stein eingeschlagen. Der ist in okay, der ist nämlich komplett. Ja, bei mir nämlich auch. Die hat alle gleichzeitig beschossen. Also, ich laufe hier am Zaun entlang, auch auf die Rückseite der Tankstelle, dass ich auch ein bisschen von hinten. Vision auf die Krieg. Ja, wir können an die Tankstelle ranpushen. Der hatte Tracer-Munition. Da läuft er im Busch. Er läuft nach hinten. Wo denn? Links, rechts? Er läuft weiter rechts, hinten, weg. Oh mein Gott! Okay, aber meine... Ist mein Arm ist das weg. Das ist ein Zweiter. Das ist ein Zweiter. Also es sind auch bestimmt zu zweit. Der läuft hinten rum. Weil der... Schießt du gerade auf den, ja? Tot. Ich schieß nicht. Oh, nice. Ist boah, sehr nice. Aber pass auf, es kann noch mehr sein. Der hat sich auf den Boden gelegt und vorgekommen. Ha! So, ich hab nochmal einen Schuss. Habt ihr das gesehen? Nee, der ich ist auf dem Berg. Auf dem Berg. Auf dem Berg ist der. Links, rechts? Hinter der Tanke? Also, Leon, aus deiner Perspektive hinter der Tanke. Auf dem Berg da irgendwo. Sitzt der in einem Busch wahrscheinlich. Ja, okay. Aber nicht oben drauf, sondern eher unten? Nee, schon eher oben drauf. Oben guck ich gerade, sehe ich nicht. Oben sehe ich nämlich auch. Oh nicht. Gott! Schüsse auf. Ich sehe ihn nicht. Den leider auch nicht. Hier. Ich move weiter. Der ist quasi Boden. Eher links, quasi. Wenn du. Ah, der hat mich geschossen? Hä? Hat er mich ja, wenn du. Gemacht? Nee. Wenn du links von der Tanke läufst, kann der auf dich schießen, Matteo. Der ist links von der Tanke hinterm Busch. Das heißt, ich push jetzt hart rechts. Ich push auch gerade eher rechts. Ich guck hier nochmal so ein bisschen. Hallo. Hallo. Schieß auf mich. Hallo! Oh, shit, er hat mich. Jetzt hat er mich. Ich seh ihn. Ich nicht, wo ist er? Oh, der läuft gerade weg. Jetzt habe ich gerade gesehen. Der läuft den Berg wieder hoch. Der war linke Seite, läuft jetzt nach oben zum Berg. Ich habe einmal geschossen, aber keine Ahnung, ob ich getroffen habe. Sepp, bist du tot? Nee, ich habe nur Stomach kaputt, aber habe ich geheilt gekriegt. Ah, ich hab gesehen, das hat auch geleckt. Okay. Ich bin jetzt hinter der Tanke. Bin ein bisschen nach vorne gegangen. Wie weit rechts bist du? Ich bin ziemlich weit rechts. Geheilt. Oh, ich sehe ihn. Von wo konnte ich denn sehen? Er ist links von der Tanke, ja, hinter dem Baum. Aber pusht auf mich, der Buschseite pusht noch. Mich. Ja, der pusht nicht, dann pushen wir jetzt nee, auch. der rennt weg. Nee, der hat sich hier jetzt in den Busch versteckt. Der pusht mich. Wo? Ah! Straße jetzt. Straße? Ja, der ist runter zur Straße gelaufen. Ich also unten an der Tankstelle ist er jetzt. Links dahinter. Aber die Taktik gerade war eigentlich gar nicht so verkehrt. Ja. Also mit dem ich hätte nur nicht so dumm pushen cool. müssen. Wisst ihr, was wir machen könnten? Leon und ich, wir pushen direkt von rechts an der Tankstelle vorbei in den Wald und clearen den Wald von hinten. Das heißt dann... Wenn euch jemand... Das war jetzt gerade auch eigentlich die Idee. Genau. Wir machen es einfach zielstrebiger und schneller, sodass ihr dann, wenn ihr da am Strand seid oder an der Tankstelle seid, auf jeden Fall, wenn die auf euch gefokust sind, können wir den Rücken schießen. Ja, dann muss Sepp zurückbleiben. Ja. Sepp muss auf dieser Seite bleiben und dafür sorgen, dass nicht irgendein fucking Sniper sich hier auf diese Seite setzt und den Spot bekämmt. So wie letztes Mal davor. Aus unserer Richtung sollten eher weniger kommen, oder? Weil wir ja hier gespawnt sind. Ja, aber kann ja passieren. Ja, die können ja... Ja. Aber wenn ihr beide auf die andere Seite pusht, den Wald cleart, ich bleib erstmal mit Sepp auf dieser Seite, wir gucken uns das alles ganz genau an und sobald ihr das Go gebt, gehe ich zum Strand. Ja, das so machen wir es. Gut. Leon, wie siehst du aus und wo bist du? Hier, Peter schafft das jetzt. Hör mal, von wo kann man hier gut supporten? Auch von den Bäumen hier vorne? Ich bleib hier oben auf der Kante stehen. Hast du einen Scope, Sepp? Nee, Rotpunkt, aber... Ich hab einen Scope. Okay. Hier ist so eine gute Pose. Hier können wir erstmal mit euch Rückendeckung geben, während ihr rübergeht.
und schon mal vorscopen in den Wald rein. Problem sind natürlich die Bäume im Wald. Das ist die von einem Zaun schon, ne? Bei der Tanke. Ja, hier ist einer. Einer down. Ja, nice. Auf der anderen Seite läuft auch ein Scav. Auf der anderen Seite der Tanke von uns aus gesehen. Okay. Ist jetzt genau hinter der Tanke, deswegen kann ich den nicht wegsnipern. Und links am Strand hat gerade ein Scav gesprochen. Okay, ich cross jetzt die Straße. Die machen wir gleich. Okay. Die am Strand machen wir gleich. So, ich bin jetzt vorne an dem Truck auf der Straße. Ja, ja, komm weiter. Wer, wo bist du? Ich bin vor dir. Ah, cool. Ein Scav läuft ein auf... Ein Scav läuft in der... Mach den mal weg, Peter. Warte. Ich hör den. Aua, er schickt mich nicht. Weg. Nice, schön. Okay, wir machen hier rechts. So, wir pushen jetzt rechts hoch. Ja, ja. Einer ist hier an dem. Ich glaube, wir können auch. Ich bin oben drauf, ich bin oben drauf, ich höre den aber. Und mehr? Ist down. Ja. Hab ihn. Okay, zwei sind down. Okay, die sind down. Okay. Ja, wir haben die Peter. Ja. Also, Sepp, mir wäre es eigentlich lieber, wenn du hier bleibst und mir von hier Rücken decken gibst. Ja, ich deck dir mal eben den Rücken hier. So, Leon, lass mal ganz kurz chillen. Ja, erstmal chillen, warten. Na, in die Büsche und chillen erstmal. Ich geh mal hier hoch zu den Steinen. Weißt du, wo der Scav ist? Oh, ist einer. Ne, da ist der Scav. Wer schießt? Peter, ich. Achso, wie laut das ist. Hab den Scav getötet. Ja, krass. Sehr gut. Ich verziehe immer vorm Schuss. Läufst du gerade? Ich bin gerade gelaufen, aber ich hab einen Busch gehört. Der Busch war ich. Okay. Ich hab mich umgedreht, weil ich dein Laufen gehört hab. Okay. Ich gehe jetzt zur Position, wo ich das platzieren muss. Hat da irgendjemand. Also ihr habt den Wald, ihr habt den Wald links und ihr habt den Wald rechts. Das ist ja nicht schlimm. Ihr müsst ja nicht auf mich gucken. Ihr müsst nur auf die Leute gucken, die mich wegmachen können. Mhm. Haben wir. Ich bin jetzt hier an einem Typ dran, Leon. So, dann warte ich erstmal. Mach ich gleich den anderen, wenn du coverst. Oh, leck. Ich platziere jetzt. Ja. Wer hat ihn? Den Typ? Mhm. Safe ich. Ich guck gleich. Be safe. Ganz schnell und dann. Okay. Steppst du? Ja, ja. Okay. Jetzt auch wieder ein bisschen lauter. Ich geh zum anderen, dann kannst du mich covern. Ja. Den hab ich auch gehabt hier. Den ersten. Ja, den ersten hattest safe nur du. Da hab ich gar nicht mit drauf. Der SA. What? Okay, habe platziert. Nice. Vielleicht wollte der die SA platzieren. Ich komme jetzt auch in den hinteren Teil des Villages. Die Hidden Stashes hattet ihr, ne? Genau. Ja, den einen Hidden Stash. Den anderen hatte ich. Achso, okay. Nate? Granat. Wo? Boah, ich wollte gucken. Wo bist du? Von wo? Von hinter mir. Der ist am Spot. Nee. Da, wo man extracten kann. Hab ihn getroffen. Oh, er hat mich auch... Als ob der mich direkt weggemacht hat! Mann! Ja, das ist belastend, dass ich so weit weg bin. Matteo, deine Position? Ich bin am Shop dran. Rennst du gerade, Peter? Nein. Der ist hinten Richtung Extraction. Da, wo der ist neben mir. Kurz leise. Der denkt, ich bin im Shop drin. Die näden den Shop die ganze Zeit. Ist das mehr als einer? Zwei, glaube ich, ja. Ja, es müssten zwei gewesen sein. Ey, wie viele Granaten haben die bitte? Ja, die haben mir auch nur eine geworfen. Du hast geschossen. Ich hab geschossen zweimal. Ich hör dich noch schleichen, den zweiten. Ja, ich hör dich auch noch schleichen. Ich bin bei so einer Holzhütte. Der snackt sich gerade Schmerzmittel. Bist du rausgegangen aus dem Shop? Ich bin noch am Shop. Auf der Straße ist einer. Vom Shop. Einen hab ich. Du hast einen, sehr gut. Ist das der am Shop gewesen? Ja, ja, am Shop. Der am Shop hab ich. Das heißt. Den zweiten hab ich auch getroffen, weiß nicht, ob der tot ist. Aber du weißt nicht, wo der ist, oder? Nee, wenn er nicht auf der Straße liegt, dann lebt er noch. Keine Ahnung, wo der ist. Ich renn nochmal hinten rum und guck auf die Straße. Ich bin rennen. Rennst du gerade? Nee, ich bin am Rennen. Okay, alles klar. Nate? Der ist an der Kante, ich seh den. Der ist vor Matteo, links an der Straße. Ich bin am Tank jetzt. Ich hab keine Ahnung, wo der sein soll, leider.
Also, wenn du auf den Shop vorne drauf guckst, links davon die Straße. An der linken Ecke. Ganz im Ernst, wie viele Granaten haben die jetzt geworfen schon? 10. Er ist an der Kante an der Straße. Peter, versuch dich nicht. Ich bin gesprungen. Okay. Versuch leiser zu sein, weil. Nee, das ist. Keine Ahnung, wo der ist. Warte, ich mach mal kurz den Stream auf. Ich bin hier, im Busch. Läufst du gerade, Matteo? Nee. Nein, nein. Du kannst mich nicht hören. Weil der ist bei mir. Am Shop ist der dann. Der ist dann, wenn du guckst Richtung den älteren Teil des Villages, ist der in der Nähe von so einem Anhänger. Ja, in dem Shop an der Kreuzung. Ist er doch, oder? Ja, der ist am Anhänger, nicht am Shop. Das ist so ein kleines Hüttchen ist da. Danke, danke schön, danke. Also an der Kreuzung, ja, aber ich dachte, Matteo ist auch an der Kreuzung. Meine AK hat keinen Auto-Chat. Matteo ist hinter der... Ich bin jetzt hinter dem Shop sozusagen, also... So wie ich es verstehe, ist Peter auf der anderen Seite der Straße, ne? Ungefähr, ja. Okay, Peter, ich schleiche jetzt auf den zu. Wenn du hörst, dass er sich bewegt, sag mal einfach. Ich hab den gehört, dass. Ja, aber ist jetzt schon wieder was her. Kennst du die kleine Hütte, die Richtung den Teil des Village geht, wo wir herkamen? Links neben dem Anhänger. Nee, ich weiß leider nicht. Ja. Was du genau meinst. Leon, kannst du ihm das irgendwie erklären, wo ich bin und ihm zeigen? Wo ist denn der Shop von dir aus bisher? Kannst du mir das zeigen? Da ist der Shop. Der Shop ist hier. Von Peter. Ach so, oh, sorry. Da ist der Shop. Okay, links von dir war der von Matteo aus. Die Straße links entlang. Peter ist quasi links von dir und Matteo. Der ist da hinten. Ich höre ihn laufen. Okay, dann hat er schon wieder seine Position verändert. What the fuck? Aber ich habe den direkt bei mir gehört. Matteo, weißt du, wo der ist? Warte mal. Der ist rechts von mir. Also Peter, links die Straße, die reinführt, am Shop vorbei. Da müsste der irgendwo sein. Von Matteo aus. Ich höre den Rest zappen. Er rennt. Da! Wow. Okay. Waren wohl noch zwei. Dann sind es noch zwei. Fuck my life. Fuck. Complete.